Herzlich willkommen bei der Minecraft-WG. Wir sind wieder fitter mit dem Rad. Ja, das klingt auch voll fit bei dir. Das klingt voll fit bei dir. Wir sind wieder fitter. Mit Depri-LP, Depri-2-LP und den anderen Depris. Also Julia, Mifi, du Vater. Und MC Fitti. Was? Hallo. Hallo. Na? Nein, du. Das war jetzt was anderes. Immer noch da? Nichts Besseres? Na, scheinbar nicht. Ja. Wie gesagt, wir werden fitter. Wobei wir das? Oder wie war das? Nach müde kommt blöd. Schon wieder Mücken! Ich vielleicht bricht nicht das gleich auch einfach wieder komplett zusammen, aber das ist ja. Egal. Passiert. Richtig. Felder. Oh, ihr schreckt mich. Ich hab einen Stalaktiten gefunden. Was? Ich hab Titen gehört? Ja, Stalaktiten und Stalagmiten habe ich gefunden. Stimmt, wenn du tief genug bist, ja, habe ich auch schon mal gesehen, als ich in so ein Loch reingeblickt habe. Ja, aber ich bin wenn du zu tief in ein Loch reinguckst, guck das Loch auch in dich. Ich blute nicht, jetzt geht doch weg. Gut, von ist das? Mir. Nette Weisheit. Heute Weisheiten mit Rothermoon. Ja, ich bin gerade in der Höhle unten unterwegs und bin am gucken, ob ich hier was finde. Aber vielleicht finden wir hier dieses Marmor und so. Wenn du in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich. Was? Konfuzius sagt, faules Holz kann man nicht schnitzen. Wenn du meinst. Dreht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist? Das ist richtig. Glaube. So, genug Weisheiten für heute. Glaube. Also ich habe keine Fackeln dabei, das ist gerade das Problem. Deswegen Entschuldigung, meine lieben Zuschauer, dass es hier gerade so scheiß dunkel ist. Oh, da unten ist ein Skelett. Aber ich glaube... Ende. Oh, fuck. Und es wird schon wieder dunkel. Das gibt ganz viel Gemunkel. Oh. Also die gute Nachricht ist, ich habe eine riesen Kupferader gefunden. Die schlechte Nachricht ist, es ist scheiß dunkel. Hier kommen die ersten Monster. Ich habe aber ein Dach über dem Kopf. Du solltest dir mal ein paar Kürbisse mitnehmen. Das hat sich jetzt hier gerade abgefackelt. Ich habe vergessen, dass ich ja sowas wie Fackeln mitnehmen müsste. Kann ich mir Fackeln selber machen? Ja. Nein. Sticky ist eine Feuerstelle werfen, aber Licht hält halt länger, wenn es das in so ein Pumpkin reinmischt. Mief, bewahr die Ordnung, ne? Ich sag's dir. Mhm. Was suchst du denn noch? Ich gucke. Warum kann ich kein... Steht doch dran, was drin ist. Ja. Das stimmt, dass es dran steht. Auf einfach, dass ich das hier unten sehe. Irgendwie ist Fischessen verbuggt. Hat jemand Essen für mich? Oh, Creeper. Ach stimmt, da, Erde. Das sieht doch schon gut aus. Hat neue reingepackt, ja. Habt ihr Essen für mich? Ich hab gar nichts. Und der Fisch hat nicht funktioniert. Vielleicht sollst du erst am nächsten Morgen essen, weil es ist schon wieder Nacht. Ja, aber trotzdem, ich brauch dann auf jeden Fall was. Paprika, also, die lag da drin. Was waren das für... Julia, kommst du nach Hause? Ich bin unterirdisch, ich muss erst irgendwie gucken, das Problem ist, dass unser Lager hier quasi als Höhle zählt. Sobald du runtergehst, ändert sich auch die Map. Ja, ist auch im Haus. Ich bin in der Höhle, also ich kann hier schlafen. Okay. Interessant. Okay, du bist in der Höhle, wir sind hier, alle ins Bett, ins Bett. Ich dachte, wenn ihr liegt, ich sehe euch nicht mehr. Ich bin im Bett. Ich lieg. Ja? Ich lieg. Hier war gerade ein Creeper. Den kannst du gar nicht gesehen haben, du hast geschlafen. Der ist explodiert, beziehungsweise der ist nicht explodiert, der hat sich weggepottet wie ein Enderman. Das ist ein Ender-Creeper. Die neue Züchtung. Das ist, wenn die, Das ist so ein Zwischending. Ja. Das muss so sein. Ah. Oh Gott, ich will nicht sterben. Das wäre jetzt scheiße, jetzt zu sterben. Ich muss irgendwie raus hier. Ja, eine Schaufel. Oh, hier geht's ja nur noch tiefer runter. Aber hier könnte ich jetzt mal kurz regenerieren. Auf alle Fälle, hier ist eine riesen Eisenader, Kupferader. Das klingt ja schon. Wie breit sind die Räume jetzt mal? 3 oder 4? Ich habe das nicht verstanden. Ja, 4, ne? 4. Wir haben nur einen zwischendrin, der halt 3 ist, aber ist halt so. Alles klar. Oh, das Eichhörnchen brennt. Oh, das wird immer dunkler hier.
Armes Eichhörnchen. Sieht bei gar nichts mehr so dunkel ist das hier schon. Oh, das hast falsch. Du drei Stöcker und machst den Anzünder, mach dir eine Feuerstelle. 3, 1, 2, 3. Wie macht man eine Feuerstelle? 3. Drei Stöcker hinschmeißen und mit einem Starter dann anzünden. Ich hab nur 2. Halt, oh, scheiße. Also zum einen immer schön Pumpkin in der Nähe. Oder halt Fackeln, weil die kannst ja stehen, dass ein Pumpkin wäre Verschwendung. Jetzt zu sterben wäre halt echt gemein. Mhm. Ich kann einfach warten, bis hier jemand kommt, der mich hier befreit. Wo bist du überhaupt? In der Höhle. Ich wollte nur kurz runtergucken. Und dann bin ich durch ein Loch gefallen. Und jetzt bin ich ganz unten. Hast du keine Blöcke zum Raufbauen? Ich müsste jetzt erstmal in den Tunnel zurücklaufen, aber da ist ein Skelett vor mir und ich habe noch 120 Lebenspunkte. Okay. Miffy? Ja? Kannst du sie retten? Er findet den Weg niemals hier runter. Das ist aber schwierig mit der Rettung. Wie lang sind die Felle eigentlich? Eins, zwei, drei. Guck mal, da kommt. Nö. Oh fuck. Oh, gleich 2 Mückenschwärme. Hallo? Oh, Julia ist gestorben. Ja, ja, jetzt das haben Skelett. Wir ein Problem. Jetzt muss ich noch der Elf runterkommen. Du hast die Spitzhacke gehabt, ne? Ja, aber das kann Ding, das kriege ich alles wieder. Ist er beim Todespunkt? Da ist er. Das eben. Ist ja eben. Ich werd mich jetzt richtig ausstatten mit ganz vielen Messern und Speeren und dann hole ich das wieder. Ah, gut, easy. Die Felder 9 lang gemacht, oh mein Gott. Man, es kann mich dann natürlich auch gerne jemand vorsichtshalber mit begleiten, weil ich mich ausgestattet habe. Ach, schon wieder, hier sind so viele Meckenschwärme. Nervig, nicht wahr? Ja, ich hatte schon 2 getötet, das ist der dritte. Ich habe keine Waffen mehr und nix. Sternlau. Vor allem, du bist dir noch nicht einmal sicher, ob du schon tot hast, weil sie ewig lang noch summen. Das Gefühl, dass hier manchmal Sachen nebenbei einfach so plötzlich wachsen, die vorher noch nicht da gewachsen sind. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das so ist. Das könnte angehen, ja. Alter, blöde Fliege, geht doch weg. Julia nervt die Fliege. Lüdelüdelü. Ess sie einfach, Julia, ess sie einfach. Mhm, genau. Gute Weisheit. Karte. Einfach immer essen, die Fliegen. Ja. Immer essen, essen, essen. Der Zaun diese, hat natürlich jetzt den Nachteil, dass man nicht drüber springen kann. Ne? Ich hasse Zäune, über die man diese, nicht drüber springen kann. Diese Krabben sind grausam. Ja, die sind auch ekelhaft. Kann man die durch den Zaun weghalten? Dann müssen wir auf jeden Fall die Felder umzäunen. Sicherlich. Das ist schon. Kannst du selber auch nicht drüber springen. Das ist halt die Frage, wenn die wie Spinnen agieren, können die halt einfach rüber. Es sind Krabben, keine Spinnen. Ja, das ergibt Sinn. Was mich nur nervt, dass man die Wegpunkte nicht ewig lang nicht sieht. Ach da. Das kann man aber auch einstellen. Ja, die verschwinden so an der Wand. Ich hab's jetzt schon wieder, aber zum ersten Moment so, hä? Also irgendwer darf sich gerne zur Aufgabe machen, sich dann demnächst mal ein bisschen mit Messern und Speeren auszustatten und mich dann zu begleiten. Weil dann hole ich nämlich das Zeugs und dann holen wir auch gleich ganz viel von dem Eisen. Die Grabsteine bleiben, wenn man auslockt, oder? Ja. Ich glaub schon, ja. So, wo muss ich lang? Ich muss, glaube ich, jetzt muss ich erstmal J drücken. Sagt sich nur, wer sich da bereit erklären würde, weil ich glaube, zu zweit wäre es ein bisschen besser darunter. Mit Sicherheit. Ich bin nur ziemlich schlecht, was das angeht.
Ich sterbe ja schon an Mücken. Ja, es geht ja nur darum, dass du quasi, mit, wenn einer Lowlife ist, dass der andere dann quasi sich vorschmeißt und mitfightet. Sich vorschmeißt und opfert. Oh, Riesenschock. Klingt nach einem Plan. Nein, nicht Opfer. Klingt nach einem Plan. Ist okay, alles klar, Mifi kommt mit. Ist in Ordnung. Sehr schön. Ja. Dann mache ich mir jetzt schon mal 10.000 Speere. Ja, so schlimm war es da unten gar nicht. Das ist halt jetzt noch ein Skelett und zwei Spinnen waren das. Und die waren recht weit auseinander. Also das war eigentlich gar nicht so wild. Aber wenn du halt einmal Lowlife bist, dann hast du. Es dauert halt 3 Jahre, bis du wieder ein bisschen Leben hast. Das ist das Problem. Was haben wir denn hier noch für Samen? Erstmal die Samen alle in die Erde knallen. Paprika. Das klingt so herzlos. Alter, jetzt muss ich mich mal wirklich kurz mal muten und mal aufstehen. Jetzt muss man mal gucken, ob der Geruch wirklich von draußen kommt. Das ist doch nicht normal. Meinst du, du hast eine tote Maus oder was? Oder sie hat eine Katze, die unterm Schreibtisch ihr Geschäft verrichtet hat. Katzen können doch pupsen. Ja, aber wenn sie die ganze Zeit schon stinkt, ist es kein Pups, oder? Nee, das nicht. Nee, es kommt schon von draußen. Ekelhaft. Zeit, das zu tun. Das machen nee, Bauern immer das, so. Immer, genau. Zu jeder Uhrzeit eigentlich. Ja, zu jeder Uhrzeit. Das ist scheißegal. Und vorhin war es schwül, ich mein, und jetzt kühlt die Luft runter. Gibt es nicht sogar irgendwie eine Regelung, dass es eigentlich gar nicht zu den Sommerzeiten sein darf? Weil es eben, naja, es erklärt sich von selbst, ne? Keine Ahnung. Wie es dann halt riecht. Es riecht halt noch extremer und verbreitet sich halt auch weiter. Ich glaube, eigentlich sollte ich das wissen, weil ich wohne auf so einer ländlichen Gegend. Warum weiß ich es dann nicht? Vielleicht wusste ich es irgendwann mal, hab's nur vor dieser Aufnahme vergessen. Ah. Vielleicht bist du gar nicht mies, sondern Manuel Neuer. Ja, genau. Ich hab genau das gleiche gerade gedacht. Genau das gleiche habe ich gerade gedacht. Manuel Neuer. So creepy. Oh, ja. Da den Eimer mal rein. Ich lasse alles hier, was ich hier lassen kann. Mach das. Nur Essen und Trinken sollte ich vielleicht mitnehmen, weil sonst wird das ein kurzer Weg. Ja, ich glaube, die Apfelbäume wachsen. Ja, das ist super. Lass ich mein Questbook auch hier? Ich glaube, ich lasse mein Questbook auch hier. Vielleicht sind es auch Zitronenbäume, ich habe nicht genau hingeguckt. Zitronen, wo ist der Unterschied? Achso, ja, die haben jetzt nun 5 Blöcke, an denen was wachsen kann. So, jetzt habe ich schon mal 10 Speere. Das reicht für 5 Mückenherde. Mückenherde, ja. Mücken sind hier bei mir, die lassen mich nicht in Ruhe. Wieso haben wir gerade nochmal mit Hickory-Holz gebaut? Weiß ich nicht. Ach, das hatten wir, ne? Irgendwie war das doch. War das, das hatten wir eben. Ich sehe gerade, was du brauchst. Ich mach mal was. Was ich brauche? Warum willst du wissen, was ich brauche? War geraten. Er erweitert ja hier das Gebäude schon wieder. Ja, macht ja sonst keiner. Wir brauchen Platz. Ja, guck mal, was ich jetzt gerade mache für dich. So, keine Ahnung, ich bin weit weg. Ich klaue gerade Hickory-Holz. Ich mache jetzt erstmal die Warp-Packs auf. Vielleicht habe ich da irgendwas drin und dann mache ich mir Waffen. Klingt nach einem Plan. Alles klar, da war Essen drin, ne? Ja, ich sammle noch ein paar Stickies und dann können wir demnächst mal losziehen. Ja. Ja, noch Stickies in der Kiste, oder? Ja, aber. Kiste, ich brauche Kiste. Irgendeine Beschäftigung jetzt. Ach so. Nacht, ne? Das stimmt. Ich kann nirgendwo schlafen gerade, hab ich gehabt. Es gibt keine Nacht. Eigentlich bin ich im Haus, also hier ist ein Dach drüber. Es sind zwar keine Wände mehr da, die habe ich alle abgebaut, aber ein Dach ist drüber. Ja, gut. Ja, also, die haben bei uns vorhin eigentlich auch immer gezählt. Ach so, ja, dann. Dann zählt das Haus, ist ja kein Problem.
Mu-Blut. Was für ein Blut? Ja, Blut. Blut kommt in Loot. Ja, genau. Kreidebrocken hier rein. Bei Steine sind, und Stöcke. Da sind auch Sticks drin, genau. So ein bisschen Ordnung könnten wir hier vielleicht noch reinkriegen. Baut und dann wieder. Hä? Habe ich versucht, mir für ein bisschen Ordnung. Wo kam gerade der Volksbuch? Mein Questbook, wo kann ich das denn reinlegen? Bücher. Ich probier's mal ins Bücherregal. Ansonsten gibt's eine Kiste mit Bücherschrank. Es gibt einen Bücherschrank, da kann man den bestimmt rein. Kann man es bestimmt reinstellen. Ja, kann man. Kann man super, weil die normalen gehen. Wow. Kann man. Ton. Da mache ich mir gleich mal Waffen, aber erstmal muss ich die ganzen Sachen unterbringen. Sonst werde ich erschlagen. In Ton kommt halt alles, was halt irgendwie aus Ton gekraftet wird oder Ton an sich. Ja. Okay. Überleg gerade, was habe ich denn hier noch? Kürbisse. Haben wir denn irgendwo Kürbisse? Steht hier nirgendwo dran. Kürbisse kann man die essen, ansonsten bei Pflanzen. Nein, kann man nicht essen. Wo sind denn Pflanzen? Habe ich noch gar nicht gesehen. Überessen. Ah, da, okay. Tatsache. Ja, Brot kann man essen. Ich will ja nichts sagen, aber Folge aus. Oh, Folge aus. Okay. Tschüss. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.